Anknüpfend an die Bezirksregierung Schöneberg Süd werde ich Erik Theuerkauf jetzt Schöneberg Nord vorstellen. Beginnen möchte ich mit zwei Bezugspunkten, denn die Bezirksregion liegt von seiner topografischen Lage her betrachtet etwa zwischen dem hier auf der linken Fotografie zu sehenden KaDeWe im nordwestlichen Teil der Bezirksregion und dem auf der rechten Fotografie zu sehenden Palatium, eher im Osten gelegen. Das KaDeWe ist eines, wenn nicht sogar das bekannteste Kaufhaus in Deutschland. Es ist ein Ort zum Flanieren und Konsumieren, insbesondere für Menschen, die die nötigen ökonomischen Ressourcen haben. Auf der anderen Seite der Wohnkomplex Palatium, ein denkmalgeschützter Betonbau und Ort, den zahlreiche Menschen ihr Zuhause nennen, ein Ort zum Wohnen und der Alltagsbegegnung. Das Palatium ist in Bezug auf die Sichtbarkeit von jungen Menschen ein sehr lebendiger Ort. Hingegen wird das KaDeWe von jungen Menschen eher wenig bis gar nicht frequentiert. Das haben die Forschungsergebnisse ganz deutlich kenntlich machen können. Allgemein ist der Westen der Bezirksregion nicht unbedingt ein Sozialraum für junge Menschen, an dem sie gern ihre Freizeit verbringen wollen. Das Palatium mit seinen naheliegenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, den zahlreichen Kiosks, Hinterhöfen und Parks schon eher. Ich hebe das Palatium hier explizit hervor, weil es irgendwie auch metaphorisch für das steht, was die jungen Menschen in der Bezirksregion und ihre Praxen selbst ausmacht. Es steht für Beharrlichkeit und Mobilität. So bietet der Wohnblock Sicherheit, Nähe und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Er ist aber auch ein Ort im sozialen Wandel, der neben einigen negativen Schlagzeilen zu sogenannten Jugendbanden in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch für positive Veränderungen in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt wurde. Das ist insbesondere auch dem Quartiersmanagement Schöneberg Nord zu verdanken, das von 1999 bis 2020 dort agierte und Räume der Begegnung schaffte, Potenziale der Umgestaltung entdeckte und den Kiez mit den Bewohnerinnen und jungen Menschen zum Positiven hin veränderte. Fehlt noch das Foto in der Mitte, das die typische Baustruktur des Bezirkes anzeigt. Hier schneiden die Straßen die Region in Blöcke, sodass die charakteristische Blockrandbebauung im Bezirk hier aus der Vogelperspektive kenntlich wird. Von den etwa 7.000 jungen Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben und etwa 14% der Gesamtbevölkerung in Schöneberg Nord ausmachen, leben die meisten jungen Menschen in dem nördlichen und vor allem östlichen Teil der Bezirksregion. Hingegen sind der südliche und westliche Teil eher dünn mit jungen Menschen besiedelt. Das können insbesondere die ethnografischen Erhebungsphasen aufzeigen. Denn je weiter wir von West nach Ost schreiten, desto mehr junge Menschen werden tatsächlich sichtbar, die sich durch die Straßen bewegen und auf Plätzen verweilen. Darüber hinaus sind es laut Statistik überwiegend junge Menschen mit Migrationsgeschichte. So etwa 75% der in der Bezirksregion gemeldeten Grundschülerinnen, die über eine Migrationsgeschichte verfügen. Wobei sie doch selbst zumeist keine Migrationserfahrung gemacht haben. Wie weitere Daten zeigen, leben viele Kinder und ihre Familien von sozialstaatlichen Transferleistungen. Beispielsweise 40 bis 45% der unter 15-jährigen jungen Menschen in den nordöstlichen Gebieten leben in einer Bedarfsgemeinschaft. In den westlichen und südlichen Planungsräumen sind es hingegen nur ein Fünftel. Auch liegt der Anteil derjenigen, die von Transferleistungen abhängig sind, in den nordöstlichen Planungsräumen etwa doppelt so hoch wie in den südwestlichen. Es gibt hier eine Art Grenze, die den Bezirk in zwei Gebiete unterteilt, und die Grenzen machen sich insbesondere an den sozioökonomischen Verhältnissen fest. Zur sozialräumlichen Infrastruktur in der Bezirksregion, um es kurz anzuführen. Es gibt ca. 30 Kindertagesstätten, 7 öffentliche und private Schulen, darunter zählt jedoch kein Gymnasium, des Weiteren 4 berufliche Schulen und 3 Standorte der Volkshochschule und noch eine Musikschule. Abseits der eher formalen Bildungsinstitutionen können die jungen Menschen noch auf eine Bibliothek, 30 Spielplätze, wie hier einer im Foto zu sehen, 8 Sportanlagen und 9 Grünanlagen zurückgreifen, um ihren Interessen, Wünschen und Bedürfnissen entsprechend ihre Freizeit zu gestalten. Hinzu kommt noch zu dem Zeitpunkt der Erhebung 7 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, deren Standorte aber auch überwiegend sich Richtung Osten der Bezirksregion verteilen. Noch zu erwähnen ist, dass für Eltern mit Kindern, engagierte junge Menschen, Anwohnerinnen, Nachbarinnen etc. pp. es noch 2 Nachbarschafts- und Familienzentren in der Bezirksregion gibt. Wie in den anderen bereits dargestellten Bezirksregionen gibt es nicht die jungen Menschen, sondern vielmehr verschiedene junge Menschen mit eben sehr vielfältigen Lebensentwürfen, Wünschen, Interessen und Bedürfnissen. Abhängig von ihrem Alter, ihren sozialen, kulturellen, aber auch immer noch finanziellen Ressourcen gestalten junge Menschen ihre Freizeit,
die mindestens durch so vielfältige Möglichkeiten gefüllt werden kann, wie es junge Menschen an sich überhaupt gibt. Was sie aber in der überwältigenden Mehrheit dann doch eint, ist ihr Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Freundschaft, sprich sich mit ihren Freunden verabreden und in einem Miteinander Freizeit zu verbringen. Hier schließen sie sich in der Gruppe neue Sozialräume, verteidigen aber auch alte. Denn es gibt zwar eine Menge an Möglichkeiten, sich zu verabreden, und es gibt zahlreiche attraktive Orte, an denen die jungen Menschen ungestört sein oder auch sich zeigen können. Doch sind diese Orte rar, zumindest in Bezug auf deren, ich habe es gerade angesprochen, Attraktivitätswert. Wie in den Interviews häufig betont wurde, gibt es relativ wenig attraktive Orte, die wirklich ansprechend für junge Menschen sind. Es gibt in der Bezirksregion somit eine Art von Raumproblem und damit insbesondere auch einen Platzmangel. Das kann dazu führen, dass sich die jungen Menschen eben jene neuen Räume erschließen müssen, die sie brauchen, auch wenn das bedeutet, dass sie zweckentfremden oder besser formuliert umnutzen. Das passiert beispielsweise auf den zahlreichen Spielplätzen, die von älteren jungen Menschen zum Chillen und weniger zum Spielen genutzt werden. Es sind Ausweichorte. Die älteren jungen Menschen brauchen mehr Platz. Das sieht ganz pragmatisch so aus, dass sie sich mehr Sitzbänke wünschen. Zudem bedarf es aber auch Sitzplätze, die überdacht sind. Denn bei schlechten Witterungsbedingungen wird der Platzmangel draußen noch verschärft und über die wenigen überdachten Plätze manchmal auch gestritten. Was immer wieder angeführt wurde, ist das Bedürfnis nach Bewegung, insbesondere sportlicher Aktivität. Dafür gäbe es unzureichend Plätze in der Bezirksregion. Und viele junge Menschen wünschen sich eine Veränderung dahingehend, dass der Bezirk mehr öffentlich zugängliche Sportanlagen errichtet, insbesondere um beispielsweise Fitnessübungen zu vollziehen. Es ist grundsätzlich zu bemerken, und die Daten zeichnen hier ein relativ klares Bild, die jungen Menschen mögen ihren Bezirk. Auffällig ist abseits des Platzmangels aber auch, was wahrscheinlich jedoch auch damit korreliert, dass wenig junge Frauen und Mädchen im Rahmen des Forschungsprozesses sichtbar waren. Die waren eher augenfällig unauffällig. Ähnlich scheint es bei queeren jungen Menschen, Menschen mit Behinderung und oder Fluchterfahrung zu sein. Sie tauchen nur vereinzelt auf oder waren gänzlich im Forschungsprozess unsichtbar. Ein weiterer Punkt, der in den Interviews angeführt wurde und über die Bezirksgrenzen hinaus seinen Ursprung hat, sind Diskriminierungserfahrungen gläubiger junger Muslime. Sie sehen sich häufig nicht beachtet oder finden den kiez-typischen Fokus auf die queere Szene problematisch, da ihre eigenen Probleme häufig dahinter verblassen. Aus der Perspektive der jungen Menschen wird der öffentliche Raum als Potenzial wahrgenommen, das es ihnen ermöglicht, sie zu präsentieren, indem sie tanzen, Musik hören oder auch skaten. Oder er wird auch als Ort wahrgenommen, an dem sie sich zurückziehen können, Schutz vor den Blicken der Öffentlichkeit suchen, im öffentlichen Raum. Dafür bieten sich einerseits die öffentlichen Plätze oder auch Sportanlagen und andererseits die verwinkelten Parkanlagen und Hinterhöfe an. Hier wird auch wieder das Bedürfnis nach Bewegung, Sport und Ruhe, Chillen kenntlich, das dann entsprechend ortsgebunden befriedigt werden soll, insofern es befriedigt werden kann. Es passiert aber auch eine Menge ortsungebunden bei den jungen Menschen, denn sie verbringen auch viel Zeit unterwegs im öffentlichen Raum. Aus der Perspektive einer Vielzahl interviewter junger Menschen gibt es jedoch auch ein großes Manko an der Bezirksregion. Es gibt nicht genügend Platz, sodass Spielplätze, Straßen oder andere Plätze, die von der Öffentlichkeit genutzt werden können, umgenutzt werden. Denn je nach aktuellem Bedürfnis suchen sie sich ihre Plätze, die sie gerade brauchen. Freizeit im öffentlichen Raum wird nämlich vielfach unverplant verbracht und lebt von der spontanen Idee der jungen Menschen. Diese Ideen können dann relativ speziell sein, wie der Wunsch, Fitness an Geräten in einem Park zu betreiben, oder sehr allgemein, wie das Chillen auf der Parkbank um die Ecke. Wenden wir uns dem halböffentlichen Raum kurz zu. Hier sind insbesondere die Hinterhöfe zu nennen. Diese Hinterhöfe bieten den jungen Menschen, und das tatsächlich vielen jungen Menschen, Sicherheit und die Möglichkeit, sich den Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen. Darüber hinaus sind Hinterhöfe auf der einen Seite vielleicht was Attraktives, weil sie halt schützen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch immer in der prekären Lage, dass sie sich mit den Anwohnerinnen gutstellen müssen. Und beziehungsweise müssen sie hoffen, dass sie von diesen freundlich empfangen werden und nicht vertrieben werden. Die Bezirksregion Schöneberg-Nord hat zwar das KDW, aber wie angedeutet, wird das von den jungen Menschen relativ wenig frequentiert. Sie weichen eher auf Shopping-Malls außerhalb der Bezirksregion aus. Diese Shopping-Malls sollen hier aber auch erwähnt sein, weil sie einfach ein wichtiger Teil der Lebenswelt der jungen Menschen sind, die in der Bezirksregion wohnen. Dort haben sie insbesondere die Möglichkeit, sich selbst darzustellen, neue Freundschaften zu knüpfen bzw. Leute kennenzulernen und freies WLAN zu nutzen, beziehungsweise sind sie dort auch
relativ sicher vor unbeständigem Wetter. Darüber hinaus sind Spätis, Fastfood-Restaurants oder andere Gewerbeeinheiten in der Bezirksregion auch beliebte Treffpunkte für junge Menschen, um einerseits zu essen bzw. essen zu gehen und andererseits, um wieder einen Sitzplatz, einen überdachten Sitzplatz zu haben. Hinzuzufügen ist noch, dass die ethnografischen Erhebungen im halböffentlichen Raum während strengerer Infektionsschutzmaßnahmen stattgefunden haben. Das bedeutet, mein Kollege Solbert hat da relativ wenig sichtbar. Diejenigen aber, die sichtbar waren, waren überwiegend junge Männer. Junge Frauen bzw. auch Mädchen sind hier wiederum auch relativ wenig sichtbar gewesen. Was die Corona-Pandemie aber nicht verhindert hat, ist, dass die jungen Menschen weiterhin öffentliche bzw. hier halböffentliche Räume probieren zu annektieren bzw. probieren sie umzunutzen. Das zeichnet sich hier insbesondere durch Bahnsteige aus bzw. S- und U-Bahnhöfe. Diese bieten in der Regel wieder ein Dach über dem Kopf, häufig freies WLAN und einen zentralen Anlaufpunkt. Kommen wir zuletzt zum Folien, dem Bildungsraum, beginnen mit den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die für die jungen Menschen in der Bezirksregion, die dort leben bzw. die diese besuchen, wie ein zweites Zuhause sind. Für viele sind sie die Räume, in denen sie sich treffen, mit Gleichgesinnten austauschen, über sensible Themen sprechen oder sich auch von Fachkräften beraten lassen können. Dabei sind die Einrichtungen und Angebotsstrukturen so heterogen wie die Besucherin selbst. Wir haben es bei meiner Vorrednerin bereits schon gehört, was es alles so gibt. Diese Angebotsformen finden sich auch in der Bezirksregion Schöneberg-Nord. Wobei aber der Begriff der Heterogenität es in Bezug auf die Besucherin auch nicht so ganz trifft, denn insbesondere Menschen mit Behinderung und Menschen mit Fluchterfahrung sowie junge Mädchen und Mädchen und junge Frauen waren deutlich unterrepräsentiert bzw. nicht sichtbar in den Jugendclubs. Als Einschränkung wird von den jungen Menschen empfunden, dass die Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen einfach zu kurz sind bzw. am Wochenende häufig gar nicht offen sind und die dann auf andere Orte ausweichen müssen, aber sie wollen verbringen und wünschen sich da eine Verbesserung oder eine Anpassung in Bezug auf die Zeit. Das ist insbesondere auch für ältere junge Menschen relevant, die nach ihrem Ausbildung oder nach aber dann gar keinen Zutritt mehr haben, da diese schon geschlossen sind. Zu der Schulsozialarbeit. Diese bieten insbesondere Schülerinnen individuelle Angebote zur Unterstützung und zur Bewältigung ihres Alltags an, insbesondere denjenigen, denen es schwerfällt, sich in den Schulalltag zu bewältigen und den Erwartungen, die damit einhergehen. Das kann sein, dass dieser Schulalltag sich einfach nicht für die jungen Menschen in diesen sonstigen Alltag, den sie sonst so haben, integrieren lässt und dann Probleme entstehen und die auch in die Lebenswelten der Jungen außerhalb der Schule übergreifen. Den Schulsozialarbeiterinnen sind nun oder fühlen sich in der Verantwortung, dagegen vorzugehen bzw. Lösungsstrategien zu erarbeiten, um die Menschen es zu ermöglichen, sie besser zu integrieren. Und dafür ist insbesondere die Netzwerkarbeit von elementar wichtiger Bedeutung. Das bedeutet, sich erstmal mit den jungen Menschen vernetzen, Beziehung aufbauen, dann die Eltern zu kontaktieren, diese auch immer in den Prozess einzubeziehen und gegebenenfalls auch die Lehrer bzw. Weitere beteiligte Personen. Das kann bis zu einem oder es kann ein riesengroßes Netzwerk entstehen innerhalb der Schule zu unterstützen, ihren Bildungsabschluss. Dann als letzter Punkt und dann schließlich auch ist die Straßensozialarbeit, diese unterbreitet in der Bezirksregion vermehrt älteren jungen Menschen Angebote. Das sind diejenigen, die entweder zu alt sind für die Jugendfreizeiteinrichtungen, also da rausgewachsen sind oder dort halt nie ankommen konnten bzw. ankommen wollten. Auf jeden Fall versuchen die Straßensozialarbeiter die jungen Menschen direkt vor Ort aufzusuchen, das heißt in ihren Lebensräumen, in ihren bekannten Orten. Das sind dann unter anderem die Spielplätze, die Hinterhöfe, die Shopping-Malls oder auch die Jugendclubs selbst. Dort versuchen sie dann halt erstmal Kontakte zu knüpfen. Die Straßensozialarbeiterinnen versuchen, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und von dieser aus dann Potenziale zu entfalten. Ihr Vorteil ist durch diese vertrauensvolle oder niedrigschwellige Herangehensweise, dass sie in der Regel nicht als Vertreterin öffentlicher Autorität angesehen werden, wie Polizei und Ordnungsamt, sondern eher als tatsächlich Ansprechpartnerin für die Bewältigung von lebensweltlichen Problematiken. Darüber hinaus vertreten sie auch die, trainiert auch häufig,
So ist ein Beispiel anzufinden, wie auf dem Bild von dem Busli-Park, wo in Kooperation zwischen Jugendhilfe, Gemeinwesen, Quartiersmanagement und insbesondere natürlich auch den jungen Menschen verschiedenen Sitzgelegenheiten, deren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend der jungen Menschen dort erbaut wurde. Und von solchen Projekten, da sind sich die Fachkräfte sowie die jungen Menschen in der Bezirksregion selbst einig, braucht es mehr. Es braucht mehr Orte, die überdacht sind, an denen die jungen Menschen ihre Freizeit verbringen können.